Einen wunderschönen guten Tag. Jetzt streamen wir mit unserem World of Tanks Experte Freakshow. Es kann sein, dass er noch dazu stößt, aber das wird der Abend bringen. Und ich mache jetzt die obligatorische Stunde Wahnsinn. Und wenn die rum ist, dann spielen wir noch ein bisschen was, was Spaß macht. Und ja, in diesem Sinne, Attacke. So. Ich verstehe bis heute immer noch nicht so wirklich, also wenn du im Clan, ne, du kriegst ja so komische Blutschads. Also davon kannst du dir zwar Sachen kaufen, aber das sind Sachen, wo ich gar keinen Sinn drin sehe. Also ich habe keine Ahnung, wofür die. Apropos, heute habe ich auch, wie man jagt. Also ich habe noch nie gejagt. Habe ich jetzt auch den Bo raus, wie es geht. Jo. Hast du es über Lost Ark? Ja, Lost Ark. Ah, das kann ich dir alles schon erklären. Das können wir dann auch machen, das passt dann auch. Beziehungsweise, ja. So, gut, und ich wollte jetzt... Ja, genau. Ich wollte jetzt hier mein letzter deutscher Panzer. Ich bin nämlich bald mit der Deutschen durch. Und dann ist die Frage, was wird mein nächstes Großobjekt, Projekt? Aber wie gesagt, einfach drauf los, Dattele. Wird schon schief gehen. Gott, die Karte, naja. Obwohl so schlecht ist die gar nicht mehr. Hey, wieder fahren wir fein in die Mitten. Halten die Linie. Ich sag doch immer, ich hab die Spieler, die keiner will, ne? Ja. Ich hab gestern einen am Zug gehabt. Das Gefecht war zweimal gewonnen durch Cap. Und der hat gecapt. Der ist zweimal in der letzten Sekunde rausgefahren. Ah. Und das Gegnerteam hat eine Dot geschossen. Und das Gefecht war verloren. Also, okay. Das kannst du dir nicht... Wie gesagt, das waren zweimal sichere Siege. Und ich musste dazu sagen, dass... Du weißt, ich mache oft Nuller-Gefechte. Das war ein Gefecht, wo ich richtig viel Damage hatte für meine Verhältnisse, ne? Und das war gewonnen. Ich hätte da hätte ich mal richtig Erfahrung gekriegt fürs Gefecht, ne? Nee. Nee. Also er hat sie gekriegt. Also, er hat erfolgreich verloren. Oh. Das ist doch etwas, ne? Ja, das nervt. Ja. Das ist ein Busch. Lass mal sehen, was habe ich heute alles gemacht. Ich habe schon Guild Donation habe ich gemacht. Die tägliche Daily Events. Machst du da Dailies mit mehreren? Weil was ich da gesehen habe, also normal müsste man die Dailies in einer Stunde. Also ich denke mal, ich mache die in 40 Minuten. Was, die tägliche? Ja, die tägliche. Nein, man muss gucken, welche die beste sind für zu machen. Ne? Also ich levele jetzt meine Rüstung hoch, also aha, muss ich die mit die grünen Steine haben. Also das ist die wichtigste, was ich jetzt aha machen soll. Und das liegt daran, wo ich dann hin soll. Und die Kombination. Apropos, was ich auch nicht wusste, ist so die Clan-Aufgabe. Da kannst du mehrere, da musst du nicht eh nieder, da kannst du 4, 5 Stück gleichzeitig machen.
Das wusste ich gar nicht. Ja. Ja, drei Stück, ne? Kann auch sein. Also wie viel geht, weiß ich nicht, aber ja. Na, die Artillerie schießt. Wo schießt die hin? Hä? Ach Gott, ja. Mein Internet ist wieder tiefrot. Also das ist... Das spricht wieder für Qualität. Also... Oh, ich habe gar kein Gold geladen. Machen wir mal Gold hin. Irgendwie passiert hier gar nichts, aber ich will jetzt auch nicht nach vorne fahren, weil ich will jetzt auch nicht sterben. Recht hasche. Na, heute bin ich zwar relativ fit, ich muss aber trotzdem ins Bett, weil morgen schafft meine Frau lang und da muss ich fit sein, wenn die Kinder da sind. Es kann übrigens auch sein, dass ich morgen Mittag auch kurz online bin, aber wie gesagt, oh, wenn die Kinder da sind, ich habe dir gesagt, wie das dann abläuft bei mir, also mitte im Chaos Dungeon, ne, musste ich in die Kisch. Ja, das geht, solange du nicht tot gehst, ist nichts. Ich bin tot gegangen, aber ich war nicht in einer Gruppe, alles war jetzt. Ich habe ihn halt nicht gepackt, also, ne. Was ist denn das für, also, normal rege ich mich immer auf, wenn mein Team immer gleich 10-0 verliert. Aber in dem Gefecht hier passiert nichts. Jetzt ist schon 5 Minuten rum und noch 0-0. Der da war die abkriegt. Hä? Normalerweise war ich immer tot geschossen, sie nicht, wo die Kugel herkommt, aber weiß der, wo näher mehr steht, getroffen war. Und ich habe keine Ahnung, wo die Kugel herkam. Ach toll, wir haben einen AFKler in der Basis, super. Ah toll. Naja. Naja. Der arme Kerl, auf den haben sie es echt abgesehen. Der kriegt, weil alle normal bin immer ich der, wo alles abkriegt. Alle weil kriegt der, wo näher mehr steht, alles ab. Weil ich habe jetzt keine großartige Tarnung. Normal müssten die mich auch sehen.
Ah, jetzt sehe ich, warum die alle auf ihn schießen. Der hat die schwarzen Eggertarnung. Ah, dann verstehe ich das. Auf die tät ich auch schießen. Deswegen habe ich für meinem Jagdjahrhundert die Chuck Norris Tarnung. Da trauen sie sich nicht drauf zu schießen. Aber das doch ist wirklich ein sehr passives Gefecht. Und der Neverman, der alles abgeriet hat, ne, der ist aber immer noch sehr aktiv. Also ich glaube, weil der spielt gut, der schießt viel und der trifft auch viel. Oh, und der Artillerie schießt auch mal. Gut. Ah, und der AFK-Skorpion ist auch von den Toten zu den Lebenden erwacht. Ei, wunderbar. Dann haben wir ja Panzer mehr. Dann können wir ja nur noch gewinnen. Weil die gegnerische Artillerie da, die schießt gut. Unsere müssten wir so schießen. Nicht ins Verrecken. Oh nee, jetzt bin ich auch tot. Jetzt bin ich tot.
Oh oh. Ja. Ja. Och komm, ja. Ja. Beide Witze, ich mache weiß Spotting Damage wie große. Mit meinem Heavy. Aber egal. Ich glaube, das verlieren wir, aber. Ich glaube, da konnte man kaum die Schuld geben, weil das war nicht meine Schuld, das war aber auch nicht die Schuld vom Team. Das war ein solides Spiel, das zu unseren Ungunsten ausging, sklavisch. Der Fachbegriff. Schäden Sie 5 Fahrzeuge in einem Gefäß. Also, ich glaube, ich habe meinem ganzen Leben noch keine 5 Fahrzeuge beschädigt. Also, gut, verursachen Sie 2000 Schadenspunkte, kriege ich dich vielleicht mit dem EE100 hier, ne? Probiere, kennt man es. Aber ich habe jetzt noch mal Bonus am Laden. Deswegen mache ich jetzt mal die Panzer, die ich brauche. Ne? Oh ja, der Konvoi. Der Konvoi. Naja. Beziehungsweise die Karte ist nicht schlecht. Fette Days. Ich glaube, mit dem Heavy hätte ich ja, obwohl ne, mit dem Heavy wüsste ich auch, was ich mache. Mit dem Light hätte ich ja Probleme. Sogar noch unentschieden. Dann lob an mein Team. Das haben sie noch mal gut. Ich hätte nicht mehr gedacht, dass wir da noch unentschieden kriegen. So, mein Team pusht hier. Ob die Idee so gut ist, weiß ich nicht. Aber, ne? Aber in der Mitte steht gar keiner. Was machen wir da als guter Teamplayer? Wir fahren in die Mitte. Space Devil. Ne? Space Devil. Jawohl. Was machen wir jetzt? So.
toll. Ja, das verlieren wir. Das ist auch ein bisschen meine Schuld, aber ja. Das ist dumm gelaufen. Das war ein bisschen meine Schuld. Da war ich wieder zu mutig. Ach Gott, nee. Bis ich hier bin, wo ich hin muss, bin ich tot. Die Map ist zwar gut für mit Heavies, aber das Problem ist, man muss erst dahin kommen, wo Heavies hingehören. Und dieser Weg ist lang und steinig. Ich glaube, ich muss mein Stream umbenennen. Ich glaube, in Zukunft schreibe ich drunter High-End Pro Gaming in Perfektion. Sehr aggressiv hier. Ja. Ach Gott, ich habe ja kein Gold geladen, das geht ja gar nicht. Thank you.
immer gut, richtig gutes Team. Also da funktioniert alles klasse. Ja, das ist ein Gefecht nach meinem Geschmack. Ich hab, oh doch, ich hab sogar Damage, ich wollte weichen, sah ich hab für ein 0 Damage gemacht, aber nee. Scheint habe ich doch immer was getroffen. Guck mal da, klasse. Jawohl, ohne Kill. Guck mal da. Damage gemacht ohne Kill. Ha? Besser geht nicht. Besser geht nicht. Und noch Tagessie. Wunderbar hier. Ich habe sogar zwei Kills. Ich habe zwei Kills gemacht. Boah, ich bin ja Tier. Heid laft's. Abzeichen dritter Klasse. Jawohl. Jawohl, ja. Abzeichen dritter Klasse, da sieht man, das ist Könne, das ist Könne. Kann ich irgendwas ausbauen mit dem? 9000, na, noch? Noch 6000, dann kann ich steigere Turm drauf machen. Oh, und ich habe mehr Sichtweite. Bessere Kette fehlen dann noch, aber die sind egal, der ist eh ausgebaut, aber die mache ich trotzdem drauf. Ich glaube, das ist mehr Wende, ja, mehr Wendegeschwindigkeit. Super. Ich habe eine halbe Stunde gebraucht für Etagessieg, also ja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Es läuft. Gut, auf dem Conway will ich jetzt auch noch einen Tagessieg. Bei der anderen ist es mir fast egal. So, jetzt fahre ich auf eine recht unkonventionelle Position, aber ich muss sagen, ich habe auf der, so auch wenn es vielleicht komisch aussieht und komisch klingt, schon sehr gute Gefechte da gemacht. Der ist geil, der hat mir richtig Spaß. Den Fahrrad, den habe ich auch ausgebaut, gelost. Das ist ein richtig geiler Panzer. Der macht richtig, kann ich jedem empfehlen. Chariotier, geiler TD. Macht Spaß. So. Gut, ich stehe. Oh, ich habe da verkauft immer bessere Motor. Das merkst du richtig. So, der ist viel agiler. So, machen wir Gold geladen. Das müssen wir ändern. OWNT 3, ich glaube, ich bei dem Dash komme, ich glaube es nicht. Ein Emil, wenn er ein bisschen günstig steht, kann ich mit Glück durchschlagen. Ach Gott, der fährt ein Skorpion gehen auf Feinde, das ist glaube ich nicht die beste Idee. Ach, wenn der Panzer schnell mobil ist.
Komm, Lebe, zeig dich. Hab noch ein Stückchen. Noch gleich ein Stückchen. Irgendwie sieht nicht so aus, aber wir führen. Ah, die tun ohne durchsprechen. Gut. Dann ist es gut, weil mir, so wie es aussieht, halle mir hier nur. Hallo. Hier oben sieht es nicht aus, als ob mir die dominante Macht wären. Zack. Sascha. Hallo. Ich hab 94% von die Schade gemacht. Unglaublich. Ah. Ja, ja. Ach Gott, aber der TD ist tot. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Oh, wir werden hier auch überrannt, hallo. Oi. Wir werden hier überrannt. Aber es gibt ja auch keine Artillerie, hallo. Zack. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. So, jetzt muss ich ja mal, dass ich hier wegkomme, sonst bin ich tot. Ja, da sind sie schon. Ja. Das soll nicht alles herkommen, der soll nicht alles von Feinde kommen. Das ist nicht alles von Feinde kommen. Wo ist denn der jetzt her? Ach ja, direkt vor. Der ist mit mir Heavy, ne? Mit mir Heavy. Ich hab einen TD. Fährt der bis 3 Meter vor mich, bis er aufgeht. 3 Meter vor mir geht er auf. Hat der russisches Tarnnetz auf dem Panzer? Kann da sein? Also, weil an der Stelle lässt sich das für mich nicht erklären. Kriegt man hier dem Spieler russische Tarnnetze? Dass der mit dem Heavy 3 Meter vor mich fahren kann. Ja, das Spiel ist schon faszinierend. Also, ich kann schon verstehen, dass Leute, die dieses Spiel wirklich verstehen, glauben, dass sie schlau sind. Aber irgendwie Genie und Wahnsinn ist oft nicht weit voneinander weg. Ich glaube, für das Spiel zu verstehen, muss man schon relativ wahnsinnig sein, dass man dann glaubt, genial zu sein. Also,
Weil mit Logik hat das nichts zu tun. Also, ich könnte jetzt sagen, es hat mit Logik nicht viel zu tun. Nee, mit Logik hat das gar nichts zu tun. Außer man versteht halt, dass es Panzer mit russischen Tarnnetzen gibt. Ich weiß, was ich hier machen muss. Ich weiß, wo ich hin muss. Aber gut, der Rest leider am Team. Ah, cool. Da, da, da. Da, da. Wir gehen zur Schatteninsel. Zum Schatteninsel gehen wir. Aha. Kämpfe. Fast ich gebe fast zu Tier 2 jetzt. Jetzt geht's schnell. Okay. Gehen wir zum nächsten Gebiet. Und das ohne zu kaufen oder Tier 2 zu kaufen oder die Pakete zu haben. Ja. Also. Oder wenn die Pakete in dem Sinn bringen nichts. Wie gesagt, also das. Na, trotzdem. Man muss, aber trotzdem muss man wissen, was man machen soll. Das gibt viel, weil die Kristalle und alles, die kann man gut benutzen. Wofür? Da hat man wofür? Für Rüstung. Für die richtige Sache zu kaufen, dass man schneller Rüstung und alles aufbauen kann. Gut, das mache ich schon nicht, weil ich gar nicht weiß. genau, ja, aber die sind viele Streamer, die wissen das. Ja, das stimmt. Da gebe ich die, die machen nichts anders. Ich spiele nicht anders. Übrigens habe ich heute Video gesehen, da musste ich wirklich lachen, ne? Weil so wie es aussieht, wird sich die Situation mit dem Server nicht verbessern. Jetzt was? Ist das ist schon verbessert. Ja, aber mehr geht nicht. Und jetzt ist auch nicht. Das und ich komme jetzt, komm jetzt immer rein. Und der Witz ist, jetzt hofft man. Und jetzt halte ich fest, was die Hoffnung ist. Nicht, dass es hier besser wird, sondern da kommt jetzt anscheinend noch so Blockbuster-Game raus und man hofft, dass dann viele einfach das andere Spiel spielen und dass dadurch die Server entlastet werden. Aber die Server sind jetzt gut. Ich habe keine Warteschlange mehr. Gar nicht. Null. Da ist keine Warteschlange mehr. Weil das ist ungefähr 50% von der Server ist jetzt auf EU West, also die sind weg. Ja, das hat sich viel geändert. Die erste zwei Wochen war scheiße, aber jetzt geht's. Der ist wirklich, also der ist doch deutlich mobiler, hätte ich nicht gedacht. Bei vielen Panzer macht das fast keinen Unterschied aus, aber bei ihm doch schon. Oh, das macht Turbo macht viel aus. World of Tanks. Und die Motor auch, ja. Thank you.
Ach komm, ja, ich schieße hier nur mit Gold, ne? Und hab Abpraller, 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 ist klar. Ja. Ja. Ich hab hier nur ein TD, hallo. Ja, Abpraller. Aber gut, RA, wenn so fein ist, mir ist auch egal. Artillerist, die hat eine Kanone hingesetzt. Boah. Aha. Das sieht gut aus. Abfalle, 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 ja. Ach Gott, ich liebe das Spiel nicht. Ah, ja. Du lebst noch, ich höre dich noch. Ah ja. Ich höre dich, du lebst. Das war mein letztes Schnaufen, hallo. Das war mein letztes Schnaufen. Ja. Die deutsche Sprache macht auch Spaß so für Ausländer. Das sind ja so die Fäulnisgase, wo man kann noch entweichen. Aber in Deutschland, ne? Wenn ich jetzt Deutschland rein will, also hier ist nichts mehr los, Spanien nicht, Dänemark nicht, überall, also überall. Was ist, also wenn ich in Deutschland jetzt kommen werde oder etwas machen will, also wie geht das jetzt? Unverändert, Deutschland und Österreich. Was? Noch immer also geschlossen oder was? Oder? Je nachdem, wo du hier willst, dieses 2G, 3G, also geimpft oder genesen, wenn du beides nicht bist, kommst du nicht drin. Wenn du es bist, brauchst du die Maske. Maske auch noch. Einer, die Maske ist überall. Die ist für alle. Alle 4G und 3G und 3G und überhaupt. Ey, ich bin das Wochenende in Deutschland gewesen, ne? Ich habe fast keine Maske getragen. Ich habe nur Zigarette geraucht. Hat mich niemand angeguckt. Hat mich niemand angeguckt. Ich habe Zigarette geraucht und ja. Das geht da nicht gleichzeitig. Rauchen und Maske auf. Ja, also, das ja. Ist ja, ich glaube, ich fange aus Rauchen, dass ich mehr frische Luft atmen kann. Ja. Das ist verrückt. Ich glaub's nicht. Ich verliere und kriege Dekor-Verkampferfahrung. Also, das ist nur in diesem Spiel möglich. Also wirklich nur in diesem Spiel. Also, das letzte Mal habe ich immer ich weiß gar nicht, ob ich dir das erzählt habe. Ich habe immer gefecht, bin ich rausgefahren und ich hatte keine Munition. Der Panzer war leer. Ich hatte 0 Schuss Munition im Panzer. Mhm. Und jetzt ist der Hammer. Das Gefecht wurde verloren. Und nach dem Gefecht hatte ich ein Gunmark auf dem Panzer. Ich habe mit... Also, wenn es nicht sehe, ich, wenn es mir einer erzählen wird, ich stehe es nicht klar. Ich würde es nicht glauben, aber ja. So, jetzt habe ich eine Stunde gespielt und habe gerade mal E-Sieg. Einen, in einer Stunde. Ja, und dann noch so eine Karte, ja. Also die Karte, da kann ich mich direkt totschießen lassen, weil das macht überhaupt keinen Sinn. Da brauche ich ja gar nichts zu machen, weil ja. Also hier bin ich nur Kanonenfutter. Der do. Da
toll, jetzt stehen also zwei Dots nutzlos. Also weiß ich nicht, was wieder hat er die abgeht. Ach, der macht Blindshots. Der Gegner macht Blindshots und der hat's abgekriegt. Aha. Oh nee. Nee, jetzt auch er mich arg. Wie kann denn der mir hinne die Kette wegschießen? Hinne? Hallo? Ja, das ist nur im Wargaming-Spiel möglich. Hallo? Ich bin auf Schiff. Das war schon schneller, aber trotzdem. Ich muss jetzt für die Dailies, also von Insel zu Insel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 Insel ab, also. Scheiße, ne? Das will ich jeden Tag machen. Ich mach das jetzt auf diesen Moment, aber jeden Tag, ja. Ich Catch hiding criminals. Okay, ich muss hier etwas tun. Aufgeklärt. Oh, ich sehe den nicht. Oh, aber ja. Ich kriege ich auf den Sack. Ja. Ich glaube. Ich bin falsch gelaufen. Ach, war das gefälscht gelaufen. Oh, ich kann nicht weiter spielen. Läuft. Ja, ah, ja, mit so fähigen Teams kann ich nur verlieren. Ja. Ah ja, ich hab Damage gemacht, nicht viel, aber blieb hier. Ach Gott. Tolle Teams hab ich da. Ach Gott, da hat man da richtig Spaß an dem Spiel. So, in einer Stunde noch ein Gefecht gewonnen. Da weiß man, wofür man das Spiel spielt. So, dann gucken wir mal, ob wir die 2000 Damage immer gefecht kriegen, ne? So, da brauchen wir einen Jagd E100, ne? Ja, den brauchen wir. Richtiges deutsches Stahl. Ja, deutscher Stahl, ja. Der Witz ist, also ich mache hier immer Wallungen, dass es endlich von der, ich weiß jetzt, Fakt ist, das ist die Kanone mit dem höchsten Durchschlag in dem Spiel, ne? Ja. Und jetzt kommt aber der Witz, ich habe mit diesem Panzer an 8. TDs abpralle.
gehabt. An, ne, an 8er Life. An 8er Life. Hatte ich Abpralle. Hä, was ist das? Was hab ich da für Munition drin? Da muss ich aber umladen. Das ist ja wohl Quatsch, was ich da hab. Wer macht denn da so Munition in den Hallo? Ach, guck mal, die Eisbär ist jetzt auch froh. Komm ich wieder neuen Quest. Oh nee. Ich muss ja Wagner. Nein, das ist von der amerikanischen Bier, glaube ich. Ja, genau, das ist Wagner. The Mighty Ducks. Ja, ja. Dabei, der muss sich wirklich schlarren, ne? Was ist das? Ich bin falsch! Ah! Ich bin falsch! Oh, ne. Oh, das... Jetzt sterb ich. Also, jetzt sterb ich. Aber das ist wirklich verdient. Ich bin falsch abgebogen. Ach, verlauter Laude. Da muss ich schlarren in amerikanische Propaganda... So Militär-Propaganda-Videos. Wo sie halt neue Rekruten anwerben wollen, ne? Machen die mit deutsche Wagner-Opern. Machen die ihr Propaganda-Videos. Okay. Dann ist Dreamskull-Insel, soll ich jetzt hin. Ja. Ich hätte jetzt gerne Licht. Ne? Na toll, da hinten ist einer, aber so weit kann ich nicht gucken. Komm ein bisschen näher, dass ich dich tot schießen kann. Unser Kranwagen pusht. Oder sogar, ich bin Top-Tier. Guck mal da, ich bin Top-Tier hier. Oh, Doki-Insel ist etwas. Toll, auf der rechten Seite bräuchten sie mich und ich bin nur links gefahren. Toll, aber ja, ich bin auch zu langsam, fährt auch jetzt noch die Front zu wechseln. So blöd es klingt. Gar nichts. Mal weg.
das gewinnen, ne? Und ich habe noch nicht einen Gegner gewonnen. So Gefechte gewinnt mein Team immer. Also ich sollte, glaube ich, am besten nicht mehr schießen, kein Damage mehr machen, dann gewinnt mein Team immer. Sobald ich irgendwas helfe oder irgendwas Positives dazu beisteuere, verliert mein Team haushoch. Und der Witz ist, jetzt will ich nicht gewinnen, weil ich auf dem Panzer keinen Tagessieg brauche. Ich brauche hier den Damage. Aber Damage mache ich nicht. Toll, das Gefecht ist gelaufen. Das ist hier auch nur ein Gegner. Sie ist es gewonnen. Ei, toll. So ein Quark. So ein Quark. Weil das hat sich jetzt richtig gelohnt, da wäre richtig. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja. So gefecht gewinne ich. Mit einem Panzer, mit dem ich nicht gewinnen will. Also dem Spiel fällt mir nichts mehr ein. Also. Naja gut, ein paar Beleidigungen vielleicht noch, aber jetzt nichts Positives. Hallo. Oh. Ja. Und hab noch einen Haufen EP. So, Teamauswertung, ne? Ich bin Top-Tier und bin der Einzige mit 0 Damage. Ich bin der Einzige mit 0 Damage. Also, was ist mein Pendant im Gegnerteam? Da muss ja auch irgendein dicker Jagdpanzer sein. Na? Oh ja, der hat 5 Texte Damage im Gegnerteam, ja. Und der 6. Ja, ich hab 0. Ja. Alles neu macht der Mai. Der Tagessieg war fetter Arsch. Und dann so eine Karte. Eine Karte, wo ich keine Ahnung habe, was ich machen muss. Oh doch, ich weiß es. Ach, die sogar gut. Die sogar gut. Ach Gott. Ich nehme alles zurück und behaupte, es geht, ey. Die Karte ist gut. Oder kann gut sein. Wenn ich jetzt wieder 5 Abpraller habe, ach, und ich habe vergessen, die Munition zu wechseln. Kinder, erinnern mich, wenn das Gefecht rum ist, dass ich die Munition umlade. Also, das, was ich hier habe, ist nichts. Also, da fliegt der Vogel. Ja. Ach du Scheiße, auf die rechte Seite fährt kein einziger. Das wird mein Team mit 80%iger Wahrscheinlichkeit verlieren. Aber wenn ich ein bisschen Glück habe, mache ich Damage. Da kommt Jagdgegner, scheiße. Ne, ein E-Hunner, so rum.
Ja, bei mir kommt jeder durch. Jeder kommt durch. Ist klar, ist logisch. Also, ja, ich natürlich nicht. Was spielst du? Jagd E100. Durchschlag 420. Die kommen durch, ich nicht. Bist du gegen eine russische? Ja, auch. Nee. Ja. Nee, was ist es dann? Doch. Russe, ja. Deutsche, Japaner, Chines. Nee, kein Japaner, Chines. Ja, aber hast du auf gerade auf eine russische geschossen? Hast du einen Abpraller auf eine russische? Na toll, ich bin sogar gekettet. Die schießen sogar in die Ecke. Ja, ich habe sogar einen Abpraller, wie soll es anders sein? Ja. Ich hab Abpraller, ja, ich hab null Damage. Ich schieß und schieß und treff und null. Null. Das Ding soll ein Durchschlag von 420 mm haben. Nix. Nix ist. Ja, ich fahr um die Ecke und genau in dem Moment schießt die Artillerie da hin. Der hat nicht auf mich gezielt, aber der hat mich getroffen, ja. Oh, wir sind durchgebrochen hier. Wobei muss ich sagen, also, auch wenn ich viel Schaden, also viel getroffen bin, also viel Upgrade habe ich nicht. Ja. Auf einen dicke Tank. Ja, nee, weiß ich noch, ja, weil hat irgend so cool gepanzert. Voll durchgeschossen. Vor allem die Hanna immer klickt, die kommen genau so um die Ecke, dass ich so nicht die schießen genau in der richtigen Sekunde und alle, das ist ja schon lächerlich, das Spiel, das ist ja schon lächerlich, also du kannst mir nicht erzählen, dass Welle so viel Klick haben, das kann ich mir E-Boot. Ja und ein Laser, ja. Das habe ich auch alles gehabt. Gesagt, die fahren genau in diesem Bruchteil einer Sekunde, wo ich schießen kann, sind sie weg. Dann sind sie weg. Der Witz ist aber, sie schießen auf gut Klick, wenn ich um die Ecke komme. Und egal wo sie treffen, Durchschlag. Teilweise haben die Durchschläge, obwohl ich auf sie gar nicht zielen kann. Wahrscheinlich haben sie Kanone, wo um die Ecke schießen können, aber ja. Nein, das heißt E-Mod. So kann man es auch nennen. Und Laser und Whitehawk und was hat man noch alles? Ich habe so viel, bis ich das erste Mal gebannt werde, hatte ich auch eine russische E-Mod und alles. Forest Menu. Habe ich die? Der Forest. Die habe ich noch nicht. Boah, ja, der gegnerische Jagd. Naja, der hat auch nicht so. Aber ja, der hat besser wie ich. Dabei gebe ich gar nicht mal meinem Team die Schuld. Aber wie gesagt, wie das geht, also, das kannst du mir nicht erzählen, dass das logisch ist. Also, das kannst du mir in 100 Jahren nicht erzählen.
Aber in 100 Jahren kann ich mir das nicht erzählen. So viel Glück kann man nicht haben. Und so viel Zufall und so viel RNG, das gibt's nicht. Ach Gott, ja. Die Karte liebe ich mit dem TD, ne? Aber, und jetzt kommt's große Aber, ja, wenn er gut getarnt ist und nicht mit so einem Klotz. Aber ja. Lass mal sehen. Was habe ich noch vor uns dran? Starlight, Boogie, Central, Opa. Wann dahin? Was? Starlight, also dahin. Steht. Der hat einen schlechten Tarnwert. Ich glaube nicht, dass der großartig da hier gekommen. Oder irgendwas ist noch. Das Gegner-Team macht's richtig, die spotten. Oh, der Fahne aufgefügt ist und ein Keil. Ich gehe so spät auf. Bitte mal die Güte einmal in zu zielen. Zack. Jawohl. So. Ziele.
ich habe mein 2002 Schuss angelangt. Jawohl, Mission erfüllt. Recht ist mir egal. Gut, ich fahr weiter. Hey, Bart, konnte ich noch Diablo 2 Resurrected spielen? Was? Diablo 2 Resurrected. Ja, das können wir auch mal sogar machen. Wenn das fängt bald an, ne? Also die Leiter und alles und die neuen Patch und alles. Also ja, dann geht es richtig los. Sag mal, wo ist mal Backup von hinten? Fahr ich hier leer oder was? Hier ist alles offen, alles. Die müssen nur schießen. Jeez. Ja, ich krieg von hinten einen Schuss noch am anderen. Danke, Team. Hallo. Ja, hinten steht ein FV4005, FV2N5B. Nix. 277 Progetto. Nix. Nix. Sie stehen da. Sie stehen da und machen nix. Ja. Und die gucken. Ja, sie gucken. Ja, das haben sie gemacht. Geguckt haben sie. Ja, vielleicht essen die Pizza. Aber gut, mir ist egal. Ich habe mein 2000 Damage. Mission erfüllt. Recht ist mir egal. Gesundheit. Okay. Ich habe heute wieder Sex gehabt. Hey. Wie sagt man das? Wir sind live. Ja? Ja. Das wäre ich auch. Yeah. Okay. So. Sechser Artillerie. Beschädigen Sie 5 Fahrzeuge. Da bin ich immer gespannt, ob ich das hinkriege. Ich hab's schon hier. Halt, ne, 5. Gut, mit 5 hab ich's schon hingekriegt. Ach Gott, und dann so grad. Na, da sind 5, der ist schwierig. Nicht unmöglich, aber sehr unwahrscheinlich. Ich glaube, ich werde nie die Leute verstehen, wo auf einer TD oder auf einer Artillerie keine Tarnung haben. Also, du wärst hier mit, also, das ist weg, selbst wenn du kein Geld ausgeben willst. Also, das muss ich schon Wargaming zugute halten. Also, was da, also, du kriegst immer Tarnungen geschenkt. Also, mir kann keiner erzählen, dass er keine Tarnungen hat. Also, Panda-Insel. Hä? Wir gehen zum Panda-Insel. Aha, was machst du auf der Panda-Insel? Panda. Das sind die Pandas. Also die bei schwarzen Pandas. Ah, noch schwarz? Ja. Alright, Toto, Pandas, relativ Phantasm, okay. Mich geschossen, ne.
2 dachte ich schon. Wenn der mich getroffen hat. Cool. Das sieht dir schön, das sieht dir schön aus. Ich fand die Insel schön. Ach doch, die Disco-Insel fand ich klasse, Alter. Die ist super gemacht. Ja, die ist cool, ne? Das ist richtig geil. Die ist richtig super gemacht. Ja. Ja, das war auch der Gedanke. Mir mal erklären, warum Martin immer die Gefechte, wo vollkommen egal sind, haushoch gewinnen und die, wo es wirklich drauf ankäme, die verlieren sie. Ich bin jetzt ein Panda-Bär, what the fuck? Forward, take out piece of bamboo. Cool, oh, das ist süß. Ich bin ein Panda-Bär. Was soll ich machen? Also fressen, glaube ich. Ich bin gespannt, ob ich 5 Treffer gemacht habe. Normal macht das lange. Och komm. Ich mein, da die Splash-Dinger da. Base is to run down and then watches those who jump. Oh. Ja, meine Kugel kam zu spät. Haha, ungewohnt. Die Gefechte, wo es vollkommen egal ist, ne, die gewinne ich. Wo es vollkommen egal ist und wo es mich nicht die Bohne interessiert, die gewinne ich. Und die Gefechte, wo ich gewinnen will, Niederlage, Niederlage, Niederlage. Oh, was ist das? Block 14. Na gut.
verursacht den meisten Schaden in mir im Team. Das habe ich eh immer geschafft in meinem ganzen Leben. Hallo, da brauche ich gar nicht zu probieren. Verursachen sie den meisten Schaden in ihrem Team. So. Gut. Kredits. Oh man, die sind über Millionen voll. Das ist ja wunderbar. Das ist aber geil. Ja, was? Auf die Panda-Insel ist ein bestimmtes Gebiet, das ist, wie soll man das sagen, Secret, also geheim. Find the location, scroll on tablet, place the crosses with the cliff. Crosses with the cliff. Spielst du das auf Englisch, echt? Ja. Ah. Place the crosses. So, meine lieben Zuschauer, das war's jetzt mit dem Enrage Emulator für heute. Wer will, gleich machen wir noch ein bisschen Lost Ark. Und ansonsten wünsche ich noch einen schönen Tag, Nacht, Abend, was auch immer. In diesem Sinne, Freakshow, willst du noch irgendwas sagen? Bis nächstes Mal. Genau. Servus. Diablo Resurrected gucken. Ja. Wenn es losgeht. Da haben wir ja immer die Mörder in Schaltquote, aber immer kennen wir das Spiel, das können wir machen. In diesem Sinne, Servus. Hans immer Hans.